liebe Zuschauer, viel Spaß bei unserem Spielfilm. Captain, wir haben eine Eisbergwarnung erhalten. Eisberge hier? Unmöglich. Eisberg voraus! Volle Kraft zurück! Das ist ja mal wieder ein erfrischendes Programm heute. Bei ARD und ZDF sitzen Sie in der ersten Reihe. Herzlich willkommen zur... Heute Abend wollen wir Ihnen mal nichts mies machen. Nein, im Gegenteil, wir wollen positiv sein, so wie es der Zeitgeist vorsieht. Denn wir brauchen Hoffnungsträger, das heißt, auf den Menschen kommt es an. Und deshalb haben wir Menschen eingeladen, die positiv sind. Zum Beispiel den Hamburger Ex-Bürgermeister Donani und Thomas Gottschalk. Leider müssen wir auf die beiden aber heute Abend verzichten. Denn der Gottschalk beißt auch in jeden Hamburger. Oh, das ist komisch. Ja, was ist in, was ist aus? Unser erster Trendtipp. Deutschland ist wieder in. Wir lieben Deutschland. Unser Deutschland. Wehrhaft. Schön. Und frei. Freie deutsche Hunde. Freie deutsche Natur. Freie deutsche Jugend. Freie deutsche Aussteiger. Und natürlich nicht zu vergessen, freies deutsches Bayern. Das ist nämlich unser zweiter Trendtipp. Bayern ist in, das heißt genau gesagt, der Bayerische Rundfunk. Ja, ja, ich weiß, Sie kennen nur Caroline Reiber und die Herren Feller und Oeller, aber... Wir kennen Andreas Lukoschik und der ist der Zeremonienmeister des Lifestyle-Magazins Leos. Und dieses Zeitgeist-Magazin tobt sich unter dem schönen Untertitel Klatsch, Kultur und Korkenknall ab September bundesweit aus. Aber wir haben ihn heute schon um Rat gefragt, denn schließlich haben wir zwei keinerlei Erfahrung mit Lifestyle. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen bei diesem historischen Augenblick. Sie erleben gerade den ersten bundesweiten Auftritt von Leo. Das beweist wieder einmal, Radio Bremen hat die Nase vorn. Leider kann ich heute nicht bei Ihnen live auftreten, weil Donnerstagabend ist mein Fernsehabend und da muss ich extra durchgucken. Dabei fällt mir auf, dass die Kollegen Schreinemakers und Viering immer ganz wunderbar ungezogen sind. Angezogen sind sie allerdings nur halb so gut. Deshalb jetzt an dieser Stelle mein ultimativ subjektiver In- und Out-Führer zum Thema Extra-Look. Das Blacky-Dress-Kostüm im pseudo-aktuellen Moderot samt schwarzem Portierskragen und der handbreiten Knieverhüllung macht aus jeder Frau eine Mutti. Stumpf, dumpf, out. Das fastenfreundliche Violett-Ensemble plus Studienratsumhängetasche erweckt den Anschein eines Modebuchhalters, der sich als progressive Tarnung konkret hält. Birnig, out. Die fröhlich-grelle Lockenwickler-Heiterkeit im Jogging-Jet-Set-Dress der Prolo-Line gehört nicht in die Freizeit, sondern auf den Müll. Miefig, piefig, out. Das sportlich-coole Chevignon-Outfit samt weißem Rollkragenpullover führt bei Überfliegern mit Etikettomanie zur Trendbauchlandung. Protzig, klotzig, out. Den richtigen Schuss unterkühlte Erotik hat die Inlady in den Fingerspitzen. Corsagen, Strapse und andere schrill-schwarze Hinweisschilder sind peinlich, kleinlich, out.
Der feine Mann von Welt trägt einen 6-Knopf-Zweireiher von Windsor mit gepflegt gebügelten Hemd, eine handgebundene Fliege und Leos Brille auf der Nase. Elegant, charmant, in. Die In-Lady schnürt ihre weiße Moschino-Jacke mit schwarzen Schleifen und trägt statt dem Mini in dieser Saison die italienisch-kurze Reithosen-Version. Trendig, wendig, in. Also ich schwöre Ihnen, wir hatten es um 8:55 noch an. Aber Stefan hatte so große Schwierigkeiten, die schwarz-weiß gepunkteten Schleifchen seines Moschino-Jäckchens zuzukriegen. Ich finde es geschmacklos, dass du das jetzt hier erwähnst. Außerdem finde ich, bin ich mit meinem Hemd absolut im Trend, grün-rot. Und was Leo angeht, ne, kann ich auch nur sagen, habe ich das Gefühl, der nimmt die Schickeria auch nicht ganz ernst. Gucken Sie mal, das stimmt nämlich, was der aus dem Münchner Filmball gemacht hat. Großer Bahnhof der Nobelkarossen am Samstag vorm Bayerischen Hof. Zum Deutschen Filmball kam erstmals jede Menge internationale Prominenz. Ladies and Gentlemen, we proudly present Hugh Hefner and Ofra Hazar. Shirley Temple and Alois Bayerl. Robert Redford und ein Fisch namens Wanda. Eartha Kitt and Paul Newman. Renate, die Wiener Waldhenne. Omar Sharif and Audrey Hepburn. Patrick Duffy and Pamela Sue Martin. Steven Spielberg und seine Gespielinnen. Al Pacino and Joan Collins. Und die letzte Ballkarte ging in letzter Minute an Hollywoods neues Sexsymbol. Kim Basinger. Und wer war von den Deutschen da, Herr Greta? Moment. Arthur Brauner, Albert Fortell, Anja Kruse, Kühnemann, Marlene Scharell, Herbert Fuchs, war das sonst nichts. Ich fand beim Reingehen mehr schöne Frauen und mehr elegante Männer als je zuvor. Ich habe ein eigenes Kino in Bonn. Das Bundesinnenministerium hat einen Vorführraum. Und ich kann mir jeden Film, den ich sehen will, dort ansehen. Im Übrigen bin ich ein alter Liebhaber von Western mit John Wayne und meinen, oder Kriminalfilmen mit meinem Lieblingsschauspieler Jean Gabin oder mit Humphrey Bogart. Schneiden, bitte schneiden! Ihr Wunsch ist uns Befehl, gnädige Frau. Also, unser Trendtipp ab September, Leos im Ersten. So, meine Damen und Herren, und jetzt zwei auf Extratour. Wir schalten um zum Bremer Marktplatz. Schönen Dank, Margarete. Und wir haben den Trend hier natürlich auch voll begriffen. Wir denken positiv, wir sind patriotisch, Deutschland ist schön. Und um Ihnen das zu beweisen, sind wir auf den Bremer Marktplatz gegangen. Eine der historischsten Stätten der Republik schlechthin, die gute Stube von Bremen. Deutschland ist aber nicht nur schön, Deutschland ist auch in. Das zeigen uns immer wieder gerade die Ausländer. Sie leben nämlich hier, über 4 Millionen. Eine von ihnen ist Shi Ro. Anjang Hashimnika, Uri Jigim Bremen, es hat Parlament abhessa isnida. Uri onil tüppel han Programm Jumbi hessayo. Kresa yogi sanen Hanguk bunduri, Togil chingudu isnmyan, ku chingudu hagu, uri hante oshipsio. Balli balli oshipsio. Und wenn mich mein Koreanisch nicht drückt, dann hat Shi eben gerade ihre koreanischen Landsleute aufgefordert, die hier in Bremen leben, zu uns auf den Marktplatz in Bremen zu kommen und vor allen Dingen ihre deutschen Freunde, Kollegen und Nachbarn mitzubringen. Denn wir wollen hier alle zusammen auf dem Marktplatz in Bremen ein großes Fest feiern. Das gilt nicht nur für Koreaner, sondern auch für Türken mit ihren deutschen Freunden, mit Jugoslawen, mit Marokkanern. Also alle Ausländische und Deutsche zusammenkommen hier auf dem Hauptmarkt. Du hast noch zu tun, du wirst uns gleich noch was zeigen. Genau. Ich kann in der Zwischenzeit aber auch den Bremern sagen, kommt alle hierher zu uns und bringen Sie Ihre ausländischen Freunde und Kollegen mit. Denn dann, liebe Bremer, können Sie dem Bundeskanzler unter anderem auch mal zeigen, dass wir mit den Ausländern klarkommen. Und Sie, lieber Herr Bundeskanzler, Sie können dann nicht einfach noch weiter von der Mitte nach rechts rutschen, Sie brauchen es nicht. Und außerdem, wenn Sie dann, Herr Bundeskanzler, im September nach Bremen kommen zum CDU-Parteitag, dann können Sie ganz sicher sein, dass Heiner Geißler auch weiterhin Ihr Generalsekretär bleiben darf.
So, in der letzten Extra-Tour haben die Bremer hier Geld gespendet und jetzt geben wir dieses Geld zurück an die Bremer. Wir haben hier zwei Buden aufgemacht, also eine ist Bockwurst und hier ist Gyros zu haben. Alles umsonst, wir laden Sie ein, also bringen Sie Ihre deutsche und ausländische Freunde, wir warten auf Sie. Und ein paar sind schon da, sie sind flugs eingetroffen oder das Licht hat sie angelockt. Auf alle Fälle, liebe Zuschauer, kommen Sie zu uns. Vor allen Dingen, wir haben auch noch eine Überraschung für Sie parat. Das verraten wir natürlich jetzt noch nicht, aber Sie können sich auf einiges gefasst machen, wenn Sie hier zu uns in die gute Stube kommen. Zurück zu euch ins Studio erstmal. Ja, sind wir mal gespannt, was da draußen passiert. Schönen Dank. Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich noch an die legendäre Rockband der 70er Jahre, Spooky Tooth, und an Ihren Keyboarder und Sänger Gary Wright? Nach 8 Jahren Plattenpause meldet er sich zurück mit einer sensationellen LP, Who I Am. Und wer er immer noch ist, davon können sich die Fans auch heute Abend überzeugen. It Ain't Right ist sein Titel heute Abend, aber lassen Sie sich nicht irritieren, It Is Right, It Is Gary Wright. Meine Damen und Herren, in dieser
In dieser Sendung war schon öfter von Lifestyle die Rede. Ich meine, das müssen Sie nicht ganz so ernst nehmen. Sie wissen, die Mode kommt, die Mode geht. Allerdings eine Mode macht mir im Moment etwas Kopfzerbrechen, nämlich die ganz neue Mode des Wahlfastens. Selbst in den besten Kreisen gehört es heute mittlerweile schon zum guten Ton, beim Gang an die Wahlurne Enthaltsamkeit zu üben. Ich meine, ich habe Verständnis, der moderne Mensch heute möchte die Preise vorher vergleichen. Er will Qualität haben, er möchte das neueste Modell haben. Und da muss ich zugeben, da sehen unsere etablierten Parteien im Moment etwas alt aus. Jeder weiß natürlich, dass es für Helmut Kohl längst keine Ersatzteile mehr gibt. Er ist das klassische Auslaufmodell. Aber auch die CDU, meine Damen und Herren, möchte ja modernisieren. Man überlegt sich bereits innerhalb der CDU schon längst, ob man Helmut Kohl nicht noch für 2 Jahre an Österreich ausleihen will. Er steht bereits mit Dräger und Totenhöfer auf der Transferliste. Und ich glaube, da gibt es keine Schwierigkeiten. Der fällt auf keinen Fall unter sensible Exporte. Und ich glaube, dass eine runderneuere CDU auf dem Markt wieder größere Chancen hat. Die SPD gibt sich auch starke Mühe, neu zu erscheinen. Der Vorwärts wurde abgeschafft. Das Godesberger Programm ist hinfällig. Da soll ein neues Grundsatzprogramm kommen. Das liegt längst in der Schublade. Der Stern beginnt in der nächsten Woche bereits mit dem Vorabdruck. Aber das Programm ist leider sprachlich, wie immer, noch unter aller Sau. Aber Professor Walter Jens aus Tübingen hat versprochen, er wird sich sofort an die sprachliche Überarbeitung setzen, wenn er den Besinnungsaufsatz für Oscar Lafontaine fertig hat mit dem Titel Sonntagsarbeit jetzt oder nie als unterstützende Maßnahme für Lafontaines Äußerung. Die deutschen Arbeitslosen wären froh, wenn sie sonntags arbeiten dürften, worauf ihm ja die Republikaner vorgeworfen haben, er hätte bei ihnen abgeschrieben. Das muss erstmal vom Tisch. Ich muss auch mal eine Lanze für die FDP brechen. Diese FDP ist nach wie vor auf dem freien Wahlmarkt erhältlich. Das war in Berlin ein Irrtum. Die Berliner konnten ja gar nicht wissen, dass es die FDP noch gibt, geschweige denn, dass sie zur Wahl steht. Das war ein Fehler in der Werbe. Das war ein Fehler. Meine Damen und Herren, das war ein Fehler in der Werbestrategie, weil auf dem Plakat der FDP drauf stand, er braucht uns. Keine Sau wusste, wer mit er gemeint war, außer ein paar Eingeweihten, die wussten, damit ist Eberhard Diepgen gemeint. Der stand aber auf seinem eigenen Wahlplakat unter der Bezeichnung ihn braucht Berlin. Die Wähler dachten, das ist eine private Angelegenheit. Sie dachten, das wäre eine groß angelegte Kontakt. Das wäre eine private Kontaktanzeigenkampagne gewesen. Aber ich muss noch mal darauf hinweisen, meine Damen und Herren, die FDP ist nach wie vor in jedem besseren Wahllokal jederzeit lieferbar. Und deshalb sollten Sie, weil es mit den alten Parteien im Moment schlecht aussieht, aber auf keine Billigmodelle zurückgreifen, auch wenn Ihnen der durch die Waffen-SS geläuterte Schlachtersohn aus Bayern im Moment ein paar faschistische Extras ohne Aufpreis anbietet. Wenn Sie genau hinschauen, das Modell ist alt, er fährt noch mit dem Vergaser aus dem Jahre 1943. Das hat keine Zukunft, da müssen wir dagegen sein. Und dazu, meine Damen und Herren, dazu, das Modell muss vom Tisch. Dazu brauchen wir aber auch die Mithilfe unserer ausländischen Mitbürger. Ich begrüße sehr das Ausländerwahlrecht. Ich hätte es sogar noch lieber gesehen, wenn es die Ausländerwahlpflicht gäbe. Denn, meine Damen und Herren, wir erinnern uns, als kein Deutscher mehr bei der Müllabfuhr arbeiten wollte, da waren wir froh, als der Italiener, der Grieche und der Türke kam. Und wir werden, glaube ich, in ein paar Jahren noch froh sein, wenn die Ausländer für uns wählen. Ich danke Ihnen. Bitte sehr, weiter mit uns. Still the world keeps turning.
Cartoon. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Die Hamburger führen jetzt das kommunale Wahlrecht ein für Ausländer. Ja, mei, da legst du dich nieder. Bedeutet das, wenn ich nach Hamburg ziehe, dass ich da wählen kann? Bei uns können alle frei wählen. Türken, Polen, Italiener, alle. Ich an nichts glaube. Doch, auch du. In ganz Deutschland stehen Zehntausende von Wahlkabinen für dich bereit. Ich an nichts gesehen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, heiraten ist wieder in, aber wir machen uns Sorgen um den Zustand der deutschen Ehe. Ich begrüße im Studio Rainer Graf, Psychiater und Eheberater. Herr Graf, woran liegt es eigentlich, dass immer mehr Ehen zerbrechen? Eigentlich gibt es nur drei Gründe, die immer wieder zur Scheidung führen. Finanzielle Probleme, sexuelle Probleme und das Kartenlesen. Kartenlesen? Ja, 65% aller Ehen werden geschieden, weil die Ehepartner dem Stress beim Kartenlesen nicht gewachsen sind. Also mehr als bei Untreue? Ja, bei Untreue heilt die Zeit alle Wunden. Aber sich 3 Stunden lang auf der A27 zu verfahren, das hält keine Ehe aus. Herr Graf, Sie haben ja... Herr Graf, Sie haben mir erzählt, dass Sie Kurse anbieten, sogenannte Kartenlesetherapien. Ja, das ist richtig und ich möchte Ihnen das gerne mal demonstrieren. Das sind Peter und Renate. Sie zeigen uns noch mal ihre größte Psychokrise. Damals waren sie auf dem Weg zu einer Party. Sie waren spät dran. Kannst du losgehen? Ja. Bitte. Ich halte das nicht länger aus, um diesen Scheißkreisel zu fahren. Entschuldige mal, ist doch nicht meine Schuld, wenn du... Wie heißt jetzt diese Straße? Kolbert oder Bollmannstraße oder so. Na endlich, also dann, die nächste links. Wo? Hier? Nein, diese noch nicht, die nächste links. Das war doch die nächste links. Nein, das ist diese links. Ich hab gesagt nächste links. Gut, nächste links. So, jetzt guck nach links, diese links. Herrgott, jetzt bist du wieder vorbeigefahren. Du hast gesagt nächste links, nicht diese links. Diese links war nächste links. Nächste links hast du gesagt. Wenn du an dieser links vorbeigefahren bist, dann wird die nächste links automatisch diese links. Wo geht's jetzt lang? Fahr geradeaus. Nein, nicht da geradeaus, Herrgott, noch mal. Verdammt, guck mal, jetzt reicht's. Diese links, nächste links, da, geradeaus, hier, geradeaus. Wo hast du eigentlich Deutsch gelernt auf anderen Stern? Hör mal, wenn du nicht Auto fahren kannst, dann halt gefälligst an. Na los! Wie denn? Ich bin doch gar nicht in einem Auto, du Blödmann. Ich sitze auf einer Bühne, Studio 3. Halt. Peter, Renate, was ist hier eben verkehrt gelaufen? Was glauben Sie? Naja, ich war ein bisschen übel drauf, nicht? Ja, ich auch. Vielleicht ein bisschen zu aggressiv. Ich auch. Mit mir ist auch der Gaul durchgegangen. Worauf beruht eine glückliche Ehe? Auf Partnerschaft. Richtig, Partnerschaft. Und Partnerschaft verlangt? Entgegenkommen und Höflichkeit. Ja. Richtig, ja. Entgegenkommen und Höflichkeit. Das ist es. Und damit wollen wir es nochmal versuchen, bitte. Kannst du mir bitte sagen, wo wir jetzt sind, Liebling? Natürlich, Liebes. Wie ich sehe, haben wir uns ein bisschen verfahren. Oh, das ist aber dumm. Ist aber sehr dumm. Wundert mich auch, wo du doch so gut Karten lesen kannst. Oh, Liebling, ich glaube, den ersten Fehler hast du gemacht vorhin im Kreisverkehr, als du nicht auf mich gehört hast. Ja, entschuldige, Liebling. Entschuldige. Bitte, Liebling. Wundert mich aber. Na, ich war halt so beschäftigt, weil ich schon seit 6 Stunden im Kreis rumfahre. Während du versuchst, so eine kleine Straße wie den Kurfürstendamm zu finden. Oh, guck mal, da hätten wir jetzt reinfahren müssen. Schade, Liebes, bist du wieder dran vorbeigefahren. Mach doch nicht, Schätzchen. Wir können doch gleich noch mal durch dieses faszinierende Einbahnstraßensystem fahren, ne? Interessant, das scheint ja tatsächlich zu klappen. Ja, das finde ich auch. Ich bin mit beiden sehr zufrieden. Mhm. Ich glaube, diese Verbindung ist jetzt emotional gesichert. Es sei denn, es passiert etwas Unvorhergesehenes. Zum Beispiel, dass die Party schon gestern war. Du blöder Kerl! Ich hab dir doch gesagt, die Einladung war Mittwoch! Hör auf! I gave up all my friends, my goods from out of
bought her what she wanted, yet she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was gypsy and feeling kind of lonely. Louis offered me his song. Meine Damen und Herren, dazu haben wir keinerlei Veranlassung, denn Boris Becker hat ja schließlich in Mailand gewonnen und ist jetzt wieder auf Platz 3 in der Weltrangliste. Also sportlich topfit und politisch total gereift. Ihren Applaus für Boris Becker! Also, ich finde Deutschland echt klasse. Ich meine, klar, ich bin zwar meistens nicht hier, ich bin meistens in Monte Carlo auf der Flucht vor Steuerfans und so. Heute bin ich ja auch hier. Ich meine, ich sehe ja die Extratour, ich finde sie teilweise ganz gut. Teilweise finde ich es auch wieder nicht so gut. Ich meine, irgendwie zu bösartig kritisch. Ich meine, klar, so, früher, als ich ein junger Mann war und so, ich meine, klar, da habe ich auch immer so gedacht. Und da habe ich zu meinem Vater immer gesagt, hey, Alter, ich bin für die Grünen. Da, dass ich grün und blau geärgert, das fand ich klasse, aber die Meinung, die war nicht echt, die war austauschbar. Ich hätte genauso sagen können, hey, Alter, ich bin für die Nazis. Aber da hätte er sich nicht so geärgert. Ah ja, die Nazis waren sportlicher als die Grünen oder so, ich weiß auch nicht. Aber ich meine, jetzt als Erwachsener, kann ich mich mit solchen Minderheiten sowieso nicht mehr abgeben, denn ich bin ja laut Weizsäcker und laut mir das Vorbild für die Jugend. Lieber Boris Becker als Vorbild, als gar keine Vorbildung. Ich meine mal,
ehrliche Punkte, was ich sagen wollte, genau, es war folgendes. Also, wenn der Helmut Kohl der beste Politiker sein soll, den es gibt, dann bin ich mit Abstand der größte Rhetoriker. Nur wenn ich gewinne, wenn ich nämlich verliere, dann Scheiße! Aber meistens gewinne ich, weil ich so kräftig und so stark bin. Ich meine, so Loco, klasse, mittlerweile habe ich eins gemerkt. Man darf es nicht nur da haben, man muss es auch da haben. Wenn ich dann also mal einen Doppelfehler nach dem anderen mache, dann geht ich durchdrehen. Aber wenn dann die Zuschauer wieder rhythmisch klatschen und so, fühle ich mich wieder unheimlich gut. Manchmal gelingt mir dann ein sauguter Schlag. Direkt in die äußerste Ecke. Wenn dann der Schiedsrichter sagt, der Ball ist aus, dann bringe ich ihn um. Ich meine, ich habe schon irgendwie eine Macke, aber die ist nicht größer als ein Tennisball. Ich meine, vielleicht wär's für mich ganz gut so, wegen dem Leistungsdruck und wegen dem psychologischen, wenn ich so in 3 Jahren auch einmal aktiv bei der Olympiade mitmachen würde. Ich meine, so ein Turnier, wo es um nichts geht. So Boris Becker ehrenamtlich. Ich glaube, da wäre ich vielleicht sogar unheimlich gut. Wäre ich vielleicht sogar noch stärker wie ein Puma. Kreativtipp des Jahres, meine Damen und Herren, ist NATO-Generalsekretär Manfred Wörner. Zeitgeistgemäß brachte er der Nation durch einen einfachen Brief das Lachen bei. Sein Nachfolger im Verteidigungsministerium, Rupert Scholz, sieht dagegen alt aus, denn er muss ausbaden, was Wörner angerichtet hat. Aber die Bundeswehr ist eine starke Truppe. When you must become Soldat, Lancer life is really hard, don't Werner. Be happy. When you swear your Fahnen-Eid, look that you are total bright, don't Werner. Be happy. Don't Werner. Be happy. Don't Werner. Be happy. Feel you under every peak. Man, ich kenn a little trick, don't Werner. Be happy. Is your Grunddienst hard as Holz? Das makes every German stolz, don't Werner. Be happy. Oh, Manfred. Diese Kugel hart vorbei, haus mit den Kamerad N2, don't Werner, be happy. Wenn the big bomb endlich drops, go wie endlich alle hops, don't Werner, be happy. Don't Werner, be happy.
Ey, wo ist mein Vater, ey? Ey, habt ihr meinen Vater gesehen, ey? Ist der schon weg, ey? Ey, scheiße, ey! Ey, wollte ich mit dem Moped im Kino fahren, ey? Hat ich voll abgeschlossen, das Moped? Ist mein bekloppter Alter mit dem Schlüsselbund weg, ey? Mann, ey! Ey, wollte ich im Kino fahren, ey? Ey, Rambo, ne? Ey, kennt der Rambo, ey? Ey, boah, ey! Ey, wenn der Rambo einen Russen sieht, ey, der Typ immer, ey, voll den da, ja. Alles kaputt, ey. Super, ey. Ey, war mein Vater weg, ey, muss ich zu Hause bleiben, ey. Fernseh gucken. Ist doch voll die Seuche, Fernsehen, ey. Da läuft doch gar nichts. Ja, Moment, ey, höchstens, ey, RTL, ne? Ey, Luxemburger, ey. Ey, da kannst du manchmal echt geile Schüsse sehen, ey. Kennt der ME? Männermagazin, ey. Ey, super, ey. Ey, das guck ich gern, weil ich guck gerne Titten, ne? Ja, weil Titten finde ich gut, ey. Normal, ey. Die haben da immer, wie heißt das, ey? Erotik-Clip, ne? Ey, habt ihr gesehen, ey? Die Alte da, da auf dem Zimmer, ey. Boah, ey. Ey, die Alte, ey, total geiles Gerät, ey. Die war auf dem Zimmer gewesen, ne? Und dann, ey, da wurde die plötzlich, ey, die guckt blöd in der Gegend rum, ne? Ey, so glotz, 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 ey. Da wurde die Alte plötzlich, ey, auf einmal wurde die total geil, ey, die Alte. Ey, und dann, ey, bringt ja nichts, ey. Die hatte ja keinen Typ auf der Bude, die Alte, ey. Er muss die bekloppte Alte selber ran, ey. Voll am Fummeln und am Tatschen, ey. Tatsch, tatsch, tatsch und alles, ne? Und dann fing die sich an zu wälzen, ne? Ja, normal, ey. Wenn eine Alte geil ist, ey, dann muss die sich ja wälzen, ne? Was bist du blöd am Lachen, ey? Er wird sich auch wälzen, ey. Er kommt nachher hinter die Bühne, fragst nach Tom, ey. Tom Gerhard. Egal, ey. Und die Alte auf dem Zimmer, ey, da wollte sie sich einreiben, ey. Da hat die sich voll eingerieben, ey, mit Sekt, ne? Ey, ist doch Quatsch, ey. Kann die doch trinken, ey. Egal, ey, die am Einreiben, ey, alles am Schaumen, die Blöde, ey. Voll an die Ballermänner, ey, super Titten, die Alte. Und geht sich ran und an die Beine, ey. Da hatte ich mir gerade die Hose runtergelassen, ey. Ey, plötzlich, ey, scheiße, ey. Ding, dong, dong. Voll die Reklame rein, ey. Mann, der gute Geschmack ist neuerdings auch in Deutschland zu Hause. Wo man auch hinkommt, gibt's ein Gläschen Champagner. Oder zwei. Oder drei. Unser internationaler Trendtipp. Two gin and tonics, three brandies, three Cuba Libres, four gins, five beers, three cocktails, four martinis, six Irish coffees, seven vodkas, five rums, a double whiskey, and another, and another. The Dangers of Drinking Campaign. Aber laufen Sie nicht jedem Trend hinterher. Lieben Sie nicht über Ihre Verhältnisse. Seien Sie kreativ und originell. Hallo, ich bin die Uschi. Und das ist der 17M von meinem Wolfgang. Baujahr 68. Sieht man nicht, ne? Ich meine, wir haben den Wagen zwar für einen Apfel und ein Ei gekriegt, aber wie der früher aussah, was hat der Wolfgang da nicht alle dran reingesteckt, ne? Gucken Sie mal, ist das nicht irre? 600 Watt, da können Sie ruhig in 10er pro Watt rechnen.
Früher war hinten Muttis Lieblingsplatz. Aber nur für leise hören hätten wir ja nicht so viel Kohle reinstecken müssen. Nur wenn wir jetzt durch das Viertel fahren, da hört uns jeder. Hier vorne ist Wolfgangsreich. Lenkradschutz, echt Leder. Und in der Mittelkonsole Wolfgangs privates Mediencenter. Da flippen alle aus. Kassettenradio, Topmodell, Testsieger, CD-Player, Sechsfachwechsler, sündhaft teuer, Testsieger, DAT, Digital-Audiothek. Das darf doch nicht wahr sein, sagen die Kumpels von Wolfgang immer, ne? Tja, eigentlich hätten wir uns die Achtfach-Fanfare auch sparen können, ne? Ja, gucken Sie ruhig, das kostet ein paar Mille ohne Einbau. Kann man ja ruhig mal so sagen, ne? Aber Telefon und Telefax braucht der Wolfgang, falls ihn sein Chef mal dringend für eine Überstunde braucht. Mit Minibar und Fernseher ist er jetzt komplett, ne? Aber was soll ich Ihnen sagen? Heute ist er nicht durch den TÜV gekommen. Rostschäden. Das macht aber nichts, denn ab morgen fährt ihn sowieso der Gerichtsvollzieher. Frech, ungekämmt, aufmüpfig. Und sowas kriegt bei uns die goldene Kamera. Alf! Ich wünsch mir eine kleine Miezenkatze. Echt irre, diese Menschen. Komm, komm, so ein hässlich behaartes Wesen auf die Bühne. So klatzen sie sich die Hände wund. Ich höre ja nichts, seid doch nicht so bescheiden, Leute. Ist doch bloß eine Fernsehshow. Billy! Billy ist auch nicht da. Kate! Kate ist auch nicht da. Wo meine Pizza bloß bleibt. Oh, Popcorn. Kenn ich doch. Sag mal, wie siehst du denn aus? Willst du bei Cats mitmachen? Nee, ich will mir Miezen aufreißen. Aha. Na. Hallo, Sonntagsbraten. Willkommen bei Extrator. Ist das nicht Nase vorn hier? Nein, du Alf, ich sag dir. Ach so, dir, dann ist Mike Krüger wohl auch nicht dabei, was? Wieso Nase vorn und wieso Mike Krüger? Ja, ich wollte mich mit einer seiner Katzen anfreunden. Du, ich sag dir, das ist keine Katze, das ist Willi, sein Hamster. Ach, sein Hamster als Showstar? Tierisch. Ach, deswegen funktionieren die deutschen Fernsehshows nicht. Ha! Hör mal, noch einen so einen Spruch und du machst dich vom Acker, Mann. Jetzt wird sie auch noch witzig, vom ja. Ackermann. Naja, als Showmaster hat man zu fragen, wie sehen deine Zukunftsaussichten aus? Ja, und? Na, also, ich gehe jetzt in die Schwarzwaldklinik als Babysitter. Aber die macht auch bald zu. Ja, genau, und deswegen muss Christa Brinkmann wieder arbeiten gehen. Ich lach dich tot. Hör mal, das ist auch ganz vernünftig, dann fällt die wenigstens nicht länger der Arbeitslosenversicherung zur Last. Ist ja okay, aber wo geht sie denn hin? Ins Gesundheitsministerium. Zu Frau Lehr, Quotenfrau. Ha! Ich lach mich tot! Hier, nimm mal den kleinen Alf, ich nehme mal den großen. Ja. Tommy Pieper verkleidet als Fritz the Cat und synchronisiert von Alf. Tommy, ich frage gleich mal, wie ein Showmaster fragen soll, was sind deine Zukunftsaussichten? Meine Zukunftsaussichten ja, sehen sehr alfig aus. Ja. So Alf und Alf? Oder, Nee, also ich bin ja immer noch ich selber. Ne? Also doch noch? Ja, ja. Also ich meine, wie heißt denn der Spruch so schön? Bei Radio Bremen liegen Sie in der ersten Reihe. Liegen? Quatsch, ja. Ja. Wem leist du eigentlich noch deine Zweitstimme? Ich meine, die ist ja wichtig, wie wir wissen. Den Alf-Demokraten. Den Alf-Demokraten. Ja, dann hat sich sofort ein Bundespolitiker bereit erklärt zu sagen, wir Alf-Demokraten haben immer schon gewusst, dass die Politik, die von oben kommt, die richtige ist. Jawohl. Es gibt ja unglaublich viele Frauen, also jeder Mann und jede Frau liebt Alf, aber viele Frauen, die Alf nun ganz besonders gut finden. Hast du jetzt eigentlich einen größeren Schlag so bei Frauen? Ja, vor allen Dingen bei Ronda. Technisch? Ja, naja, naja. Ja, bei Miezekatzen. Ja. Also Ronda ist ja meine Lieblingskatze. Also mein Lieblingsmieze. Ja. Aber die gibt's im Moment nicht. Die lebt auf einem anderen Stern. Da bin ich auch ganz traurig drüber. Sag mal, bevor du auf einen anderen Stern kommst, wirst du dann ja in Frankfurter Zoo wahrscheinlich eingeliefert, oder? Ja. Da würde dann Jimmex sagen: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie recht herzlich hier im Bremer Zoo zusammen sind. Ich kann mal ganz kurz meine Kontonummer ausschütten. So, also das reicht jetzt wirklich an Schweigram. Bei aller Liebe
für Alf. Jetzt kommt jemand, den habe ich noch lieber als Alf. Ja, das müssen wir dir erklären. Der sollte nämlich schon bei uns eine letzte Sendung kommen. Er hat nämlich versprochen, wenn wir ihn noch mal einladen, dann kommt er von Australien zu Fuß hierher. Das hat er in der letzten Sendung nicht geschafft. Aber diesmal ist er da. Füße tun weh, aber Stimme ist 1A. John Farnham. Ja, searching for the anger, considering again. Open up that window, come betray me with the kiss. You have one if nothing else, rope enough to hang yourself. What is that to us? You forgot. Cover up was your intent. Acting like it's accident. Isn't it enough? Oh, the dem Bremer Marktplatz, wo wir jetzt wieder live sind, ist inzwischen die Hölle los. Ich denke mal, 300 bis 400 Menschen sind schon hier. Und das Verrückte daran ist, liebe Zuschauer an den Fernsehgeräten zu Hause, der griechische Gyros-Stand ist wesentlich stärker bevölkert als der deutsche Würstchenimbiss. Also auf alle Fälle stehen die Deutschen zumindest schon mal auf ausländisches Essen. Chi, du hast einen Ausländer bei dir. Ja, genau. Ich habe hier bei mir Herrn Höhr, der wohnt seit 25 Jahren hier in Bremen. Der hat leider seinen Partner nicht dabei, die ist Bremerin, also der Ausländeranteil bei Ihnen ist 50-50, relativ hoch. Gell? Ja. Wie kommen Sie mit Deutschen zurecht? Ja, bis jetzt, ich habe keine Probleme gehabt. Ja, ich bin genauso gut ausgekommen wie mit meinen Landsleuten. Ja, aber leider, wie das vor 25 Jahren war, als ich hier zuerst war, in
in letzter Zeit, die Lage hat sich ziemlich geändert. Ja? Und die Politiker, die sollen ein bisschen mehr für uns tun. Ja? Gut, was waren für Sie am Anfang die Schwierigkeiten? Ja, das waren die Anfangsphase, die deutsche Sprache, ja. Aber damals, wie gesagt, das waren die deutschen Bekannten noch mehr hilfsbereit, ja. Gut, wo fühlen Sie jetzt zu Hause? Also jetzt ist mit dieser Ausländerwahl, ja, und wir kommen aus, also wir sind keine EWG-Partner, ja, ich komme nicht aus einem EWG-schen Land. Und wir können auch sowieso nicht wählen. Ne? Und wir sind seit 25 Jahren hier. Also haben Sie Anspruch drauf, ja. Meinen Sie? Ja. Gut, wir werden abwarten. Die Deutschen und die Ausländer stehen hier eng an eng beisammen, unter anderem auch natürlich bei uns. Sie aber haben keinen ausländischen Freund mitgebracht. Haben Sie keinen? Doch, aber der war nicht greifbar oder sie war nicht greifbar jetzt auf so kurze Zeit. Inwieweit stehen Sie denn in Kontakt zu ausländischen Mitbürgern? Nur wenn man sich mal irgendwo draußen auf der Straße trifft, guten Tag und guten Weg, oder gibt es da intensivere Beziehungen? Ja, es gibt auch intensivere Beziehungen. A, von meinem Beruf her, ich habe sehr viele ausländische Studenten, aber auch so in der Familie habe ich also auch schon wiederholt mit Asylbewerbern nicht nur Kontakt aufgenommen, sondern dann versucht, sie hier freundlich aufzunehmen. Nette Leute oder nicht? Durchaus, ja. Wir wollen mal schauen, wie das bei den Jugendlichen ist. Inwieweit gibt es da bei euch so Kontakte, Beziehungen zwischen ausländischen Jugendlichen und euch deutschen Jugendlichen? Also bei mir gab es keine Probleme. Und ich möchte auch keine Probleme haben mit dem. Ist es auch so, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel einen türkischen Mitschüler habt, dass ihr den wirklich auch mal zu euch nach Hause einlädt und dass ihr mit denen auch mal eine Fete feiert, Popmusik hört, oder sind die doch außen vor für sich? Ich komme genauso viel aus mit dem Deutschen, auch mit dem Türken. Also mir macht das nichts aus. Ja, das ist gut. Ich wollte nur wissen, ob ihr aber auch in engeren Kontakt tretet miteinander, ob ihr zusammen Feste feiert oder ob die für sich in ihrem türkischen Ghetto sind und ob ihr in eurem deutschen Ghetto seid. Ja, also das weiß nicht. Also jeder ist in seinem Ghetto. Also ich finde mich mit Deutschen gut ab und ich bin öfters mit Deutschen zusammen und mit Türken bin ich genauso zusammen. Aber die mich also verstehen natürlich. Ne? Also die mich nicht verstehen, bin ich natürlich mit dem nicht zusammen. Das ist schon mal ein Veto für deutsch-ausländische Kommunikation, Chi. Ja, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, ob Sie das hier sehen können. Hier sind einige Leute mit farbiger DIN A4 Blättern. Und wir haben gedacht, wenn die Leute hier schon uns sagen können, wie sie miteinander klarkommen oder nicht, dann können wir eben auch nach Ausländerwahlrecht fragen. Die sollen wählen, die Leute, nicht? Genau. Und darum haben sie unterschiedlich farbige Zettel. Wir müssen das strikt trennen, weil bei den Gerichten ist das Ausländerwahlrecht ja noch anhängig. Das heißt also, da sind wir pingelig. Für die Deutschen ein Ja mit Rot gekennzeichnet, für die Deutschen ein Nein mit Blau gekennzeichnet und drüben auf der anderen Seite für die Ausländer Gelb Ja und Grün Nein. Wir beginnen jetzt unsere große Testwahl. Ich will aber ganz kurz noch mal schauen. Ich habe so den Eindruck, hier sind auch noch so einige Kollegen, die durchaus gegen das Ausländerwahlrecht sind. Ist das richtig? Nee, für. Wunderbar. Haben wir auch noch ein paar Blaue oder Grüne mit Nein? Wir sind alle dafür. Ihr seid alle dafür. Dann haben wir überhaupt keine Probleme. Dann denke ich mal, dann können wir doch eigentlich die Empfehlung geben, dass das Ausländerwahlrecht auf kommunaler Ebene bundesweit eingeführt wird. Ja, bin ich voll dafür. Leben und lieben, dem hast keine Chance. Gut, also wir melden uns wieder. Jetzt gehen wir zurück ins Studio mit Julian Lennon. Well, you could be happy.
Cartoon. Achtung, jetzt kommt ein Cartoon. Waschen und legen? Psst. Ich bin Fundi. Ich muss morgen zu Mompert. Können Sie es bitte so schneiden, dass die Ditfurth mich nicht erkennt? Was will er? Eine Wohnung suchen. Anderthalb Zimmer. Unter 500 Mark. Ich wollte ja nur fragen. Fragen kostet ja auch nichts. Ja, bisschen mehr Ellbogen wird man ihm wünschen, ne? Was glauben Sie, was setzt sich durch in den 90er Jahren? Ellbogen oder Charme? Wir hier bei Extratour setzen natürlich auf Charme. Wir setzen auf Kim Wilde. Meine Damen und Herren,
Meine Damen und Herren, ganz schnell einen Sprung von Kim Wilde nach Deutschland zu einer anderen Frau, zur Bundesfamilienministerin Ursula Maria Lehr aus Heidelberg. Ich glaube, dass kein Mensch bis heute weiß, warum und wie diese Dame überhaupt Ministerin geworden ist. Deshalb machen wir vielleicht alle zusammen einen kurzen Hausbesuch bei der Familie Lehr in Heidelberg am Tag, als der Bundeskanzler bei ihr angerufen hat. Wir stellen uns vor, Herr Professor Lehr sitzt schon zu Hause im Wohnzimmer am Kamin. Die Frau Professorin kommt von der Universität nach Hause. Du Ursula, da war ein ganz komischer Brief für dich in der Post vom Bundeskanzleramt. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Was wollt ihr denn von dir? Zeig mal her. Nein, lass doch mal, der Brief ist an mich. Du, der ist vom Bundeskanzler persönlich. Das gibt's doch überhaupt nicht. Zeig mal her. Nein, lass mich doch mal lesen, das ist für mich. Liebe Frau Professor Lehr, ich wende mich heute mit einem außergewöhnlichen Anliegen an Sie. Viele Jahre des beruflichen wie auch des privaten Aufstiegs und Erfolgs liegen hinter Ihnen. Und doch haben Sie, liebe Frau Professor Lehr, wirklich schon alles erreicht, was eine Frau in Ihrer Position erreichen kann? War komisch. Kurz und gut, hätten Sie, liebe Frau Professor Lehr, Lust, was? Quatsch. Die neue Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit zu werden, mit am Tisch zu sitzen, wenn die politischen Weichen gestellt werden für die Gesellschaft von morgen, Verantwortung zu tragen, Entscheidungen zu treffen, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Ich würde mich freuen, von Ihnen im Rahmen einer persönlichen Begegnung schon in den nächsten Tagen eine Zusage zu erhalten und verbleibe mit herzlichen Grüßen, Ihr Dr. Helmut Kohl, Bundeskanzler. Jetzt bin ich aber platt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da stimmt doch irgendwas nicht, sag mal her. Lass doch einen Computer rundschreiben, da bist du aber persönlich gar nicht gemeint. Nein, nö. Aber hier die Unterschrift ist aber echt. Ach, die Unterschrift ist echt? Wie kommt der denn zu dir? Da sind doch ganz andere Frauen erstmal dran. Was ist denn mit der Verhülstung, mit der Würland-Dingens? Wieso machen die das denn nicht? Weiß ich doch nicht, vielleicht haben sie kein Interesse daran gezeigt. Ach was? Genau, das ist der Haken. Das müsste man erstmal wissen, warum die den Job nicht machen wollen. Jetzt macht er nicht immer gleich alles so schlecht. Ich meine, immerhin hat mein Interesse an mir gezeigt und Gott, vielleicht hat es ja nur etwas ungeschickt ausgedrückt. Ja, Lea? Herr Bundeskanzler, der Kohl ist am Telefon. Gibt's da überhaupt nicht. Herr Bundeskanzler, ja, ich habe den Brief durchgelesen. Jetzt weiß ich aber im Moment gar nicht, was ich so dazu sagen soll. Nichts, gar nichts. Erst mal kommen lassen, den Kerl. Doch grundsätzlich wäre ich an dem Posten schon interessiert. Wieso denn? Du weißt doch gar nicht, noch nicht, worum es geht. Lass erst mal kommen. Herr Kohl, man müsste natürlich erst mal wissen, worum es da dann geht. Aber nicht am Telefon. Der soll schriftlich machen, die Sache. Nichts am Telefon. Warte mal, ruhig jetzt. Bitte? Ja, ich weiß jetzt nur nicht, ob das am Telefon so günstig ist. Sag, du kriegst Besuch, du hast keine Zeit. Sag doch mal, ruhig jetzt. Wissen Sie, nein, Sie stören überhaupt nicht. Ich bekomme heute Abend Besuch. Frag mal, warum das die anderen nicht machen wollten. Die Würland-Dinges und die Verhülstung. Sag doch mal, ruhig jetzt. Bitte? Nein, nein, das ist mein Sohn, der spielt im Wohnzimmer hier neben mir. Ja. Doch, der ist über 20, ja, der studiert schon, ja, ja. Nein, nur wenn er nach Hause kommt, dann holt er immer die alten Spielsachen raus und dann beim Telefonieren, dann stört es halt doch. Das kennen Sie, ja, 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 ich habe ja noch einen Sohn, ja. Also von daher wäre ich schon als Familienministerin, was? Ja, ja, die Altenpolitik, das ist mein Spezialgebiet, ja. Also auch von daher wäre ich schon an sich geeignet. Sag doch nicht schon wieder zu, du weißt gar nicht, worum es geht, keine Einzelheiten. Sag doch mal ruhig jetzt, das war mein Sohn wieder. Ja, man müsste natürlich ein paar Einzelheiten da noch wissen. Wie sieht es denn da mit der Bezahlung da bei Ihnen aus? Nichts übers Geld, das mache ich für dich morgen. So, bitte, wie viel? Brutto? Ach doch, so, nein, ich hätte mir etwas mehr vorgestellt, aber ich glaube, nein, darüber müssen wir halt dann nochmal sprechen. Sehr gut, sehr gut. Herr Kohl, wissen Sie, das ist im Moment nur etwas schlecht am Telefon. Ja, sagen Sie, wie ist es denn, ich wohne ja sehr gut in Heidelberg hier. Könnte ich den Job von Heidelberg aus machen oder müsste ich nach Bonn doch umziehen, Ach so, ja, Ach so, nein, ich sage es nur wegen der Wohnungssuche, weil, ja, das sieht im Moment da sehr schlecht aus. Ach, Dienstwohnung. Ja? Ach, da würden Sie sich drum kümmern. Ja, dann sieht die Sache schon anders aus, ja? Dienstwohnung. Herr Kohl, und ich meine, ich vermute, ich muss da sehr viele Reden schreiben. Ich habe ja sehr viele Aufsätze. Könnte ich die da verwenden dafür? Das sind alte Aufsätze, ja? Ja? Nee, die kennt niemand. Nein, nee, die sind... Was? Nein? Die sind auch im Fernsehen noch nicht gelaufen. Nee, auch im dritten Programm nicht. Nee, die wären ganz frisch, sozusagen. Die können nicht... Nein, ich frage nur, ob ich den, die Dreitageswoche, die habe ich jetzt im Moment an der Universität hier, kann ich die in Bonn dann beibehalten, weil da bin ich jetzt so dran gewöhnt. Da ist bei Ihnen nicht üblich. Sie haben die 40-Stunden-Woche. Ach so, ja, gut. Da können wir uns dann noch einigen. Sag, du kriegst Besuch jetzt. Aber die Einzelheiten, der soll zu dir morgen in die Sprechstunde kommen. Sagen Sie, Herr Kohl, von wo aus rufen Sie an?
aus Ludwigshafen. Ach so, das wäre ja günstig. Schauen Sie mal, da hätten Sie ja nur einen Sprung zu mir hier rüber. Ja, nee, heute Abend geht's nicht, weil ich bekomme Besuch. Aber ich habe morgen Sprechstunde um 11 Uhr. Schauen Sie mal, ob es da bei Ihnen das geht. Ja, dann halte ich mir die Stunde frei. Unbedingt, ja, unbedingt. Nein, da kommt nichts mehr dazwischen. Das wäre sehr schön. Da können wir die Einzelheiten am Morgen noch festkloppen. Ja, weil ich glaube, jetzt kommt der Besuch gleich. Geh doch mal raus und klingel. Bitte. Nein, da müsste ich noch mal. Ja, gut, dann besprechen wir die Einzelheiten. Sehr schön, ja. Bitte, Dienstwagen. Ja, ist in Ordnung, bin ich einverstanden. Gut, das kommen wir alles morgen. Mercedes, gut, in Ordnung. 500 Mercedes, ja, ist hier schön, ja. Das hört sich gut an. Ja, bitte, Minibar im Auto brauche ich an sich nicht. Was? Nein, nicht ausbauen. Wenn sie drin ist, dann lassen Sie die drin. Ja, dann, wenn mein Mann mal mitfährt, können wir mal ein Gläschen trinken. Ja, sehr schön, hört sich alles gut an. Jetzt muss ich, Herr Kohlsen, bitte. Ja, das kommt jetzt darauf an, wo Sie reinfahren. Fahren Sie immer Richtung Zentrum. Ja, ja, immer Richtung Zentrum. Das ist ein großes Gebäude, die Universität. Fragen Sie Universität, wie man spricht mit V. Ja, Universität. Ja, ja, gut, fahren Sie, kommen Sie rein, Herr Kohl. Und dann können wir, ja, Herr Kohl, ja. Nein, ich hinterlege, Herr Kohl, ich hinterlege beim Pförtner einen Passierschein auf Kohl, da können Sie mit dem Auto reinfahren. Ich bin im dritten Stock, ja? Gut, dann bis mal, ja, ja, auch unbekannterweise, grüßen Sie auch, ja, ja, tschüssi, tschüssi, Herr, ja, tschüssi. Ja, ist gut, der hat aufgelegt. Richard Kohler, meine Damen und Herren, gut aufgelegt geht es nun weiter mit Ethnopop aus Bayern, das Lapsaldo. Das hat mich nimmer wollen. Ein Telefon, kein Brief von ihr, ein anderer hat mir's gestohlen. Da bin ich nachts zum Waldesrand, dort wo der andere stand. Und hab den anderen abgeknallt mit meiner eigenen Hand. Patronen aus Bavaria, die machen jeden kalt, ob's nur eine Witzau ist oder sonst ein Russ. Und wenn du mal Sorgen hast und dir die Hoffnung fehlt, Patronen von MBB, nimm einfach sie zur Hand. Damit ist wohl alles klar, für Kunden nah und fern. Ob Giftgas, ob dumm Geschoss, wir liefern alles gern. Drum leid, wenn's ihr mal Sorgen habt, verliert's nicht gleich den Mut. Schickt seinen Brief zur MBB, denn dann wird alles gut. Patronen aus Bavaria schaffen Ordnung in der Welt, ob's nur eine Witzau ist oder sonst ein Russ. Ob in El Salvador oder in Afghanistan, Patronen von MBB sind überall zur Hand. Patronen Ah, ja. So, jetzt wollen wir noch mal schnell vom bayerischen Innenleben zum Bremer Außenleben. Wir rufen noch mal Schiro und Jörg von Torra und hoffen, dass sie uns noch einiges zu erzählen haben. Seid ihr da? Wir sind, Stefan. Und die Testwahl scheint gelaufen zu sein. Und zwar für das Ausländerwahlrecht in den Kommunen. Aber es gibt auch ein paar Gegenstimmen, ein paar Nein-Stimmen. Könnt ihr uns mal begründen, warum ihr den Ausländern nicht das Recht gestatten wollt oder einräumen wollt, hier zu wählen? Also erstens sieht es das Grundgesetz nicht vor und ich als Bundesbürger unterstehe nun mal dem Grundgesetz. Gut, Buchstimmen sehe ich ein, akzeptiere ich auch, aber ich bin eher dafür, dass man die Ausländer früher einbürgern sollte, dass sie auch das passive Wahlrecht bekommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sie hier am Kulturbetrieb teilnehmen, dass sie ihre Steuern zahlen und da müssen sie normalerweise auch ein bisschen Verantwortung im politischen Bereich mittragen dürfen. Tja. Frühere Einbürgerung. Man ist sprachlos auf alle Fälle. Das Schöne ist, dass aber trotz aller Neinbekundungen die Deutschen
Nein-Sager mit ihren italienischen Mitbürgern zusammenstehen und sich nicht schlagen. Das hilft ja schon mal vorwärts, ne? Was sagen Sie dazu, dass er nicht dafür ist? Ja, was soll ich denn sagen? Der hat keinen Grund genannt. Immer das selber, also, weil es, wie heißt das, verfassungswidrig ist oder so, ne? Das sagt jeder. Was wird da gesagt? Liebe ist besser. Gutes Argument. Und Xi sagt uns auf alle Fälle, wie es jetzt ausgegangen ist, diese Testwahl. Genau, also trotz allem ist der Trend ganz eindeutig. Wir haben die Zettel durchnummeriert gehabt. Das schaut so aus, dass alle Ausländer für das kommunale Wahlrecht sind. Und 90% der Deutschen hier haben auch dafür gestimmt. Also nur 10% dagegen. Ganz toll. Ich habe hier auch noch einen Zettel in der Hand. Auf alle Fälle sehen wir, rot und gelb ist ja und blau ist nein. Ich habe hier auch noch einen Zettel in der Hand. Guck mal, was draufsteht. Zurück zu euch ins Studio. Mit Bunny Bianco. You bring your love to my life through all my tears and my strife. You're always giving and easy. You took me to the seventh heaven with your true love. I feel that only you can heal the emptiness I've known. Your open door will show straight from your heart, light in the dark, a gift of your love shines on straight from your heart. When days are dreary and blue, I turn my faith unto you. You give me hope for tomorrow. Your morning star will shine unto my soul forever. This gift of love you gave to me was just a dream before. I can't hold back this love I feel for you. From your heart, light in the dark, the gift of your love shines on straight from your heart, straight from your heart. Ohne Umwege, straight in mein eigenes Bunny Bianco. Sie singt so schön, wie sie aussieht. Der Mann, der die auffälligste Trendwende geschafft hat,
im letzten Monat, den haben wir uns aufgehoben als Höhepunkt zum Schluss. Immerhin sein Tiefflug in die falsche Richtung führte zu leichten Konsequenzen. Bitte, Margarete. Ja, wir schalten jetzt um nach Mainz. Ich begrüße Frank Elzner. Herzlichen Glückwunsch, lieber Frank, zu deiner dritten Sendung. Guten Abend, liebe Margarete. Ich freue mich. Herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauer daheim. Und Dank, dass Sie mir trotz geringer Anfangsschwierigkeiten die Treue gehalten haben. Wir in Nase vorn zeigen Menschen, die Frank die Nase Elzner vorn haben. Endlich wieder oben auf, meine Damen und Herren. Und ich finde, die dritte Sendung war ja auch wirklich ein toller Erfolg. Lag es vielleicht daran, Frank, dass bei dir im ZDF diesmal die ARD in der ersten Reihe saß? ARD, wieso? Robert Atzorn, Fritz Egner, Caroline Reiber, Götz George, Friedrich Nowotny, Norbert Blüm. Norbert Blüm ARD? Wieso? Ja, ja, Norbert Blüm. Der hat nämlich einen Vertrag mit Carell im ersten. Hier. Als Wasserträger. Oh ja, der Norbert Blüm, immer in vorderster Front. Entschuldige, Frank. Ja, hallo? Hier Jürgen Möllermann. Ja. Guten Abend, Frau Schreinemacher. Guten Abend. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich nach meinem großen Erfolg bei Herrn Elzner immerhin zweiter Sieger beim Sulki-Rennen auch der ARD jederzeit zur Verfügung stehe. Können Sie so melden. Ja, danke schön, Herr Möllermann. Frank, noch eine Frage. Was machen jetzt eigentlich deine Nashörner? Können die auch mal für uns laufen? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo die gerade sind. Ach komm, Frank, sei doch nicht so. Die bringen dir doch auch schließlich ein paar Mark. Was ist? Laufen sie nun oder laufen sie nicht? Nö. Wir laufen nicht mehr. Der Elster hat uns zweimal in die falsche Richtung gejagt. Und jetzt treibt das mit Flori. Ob er da aufs richtige Pferd gesetzt hat? Soll ich? Flieh! No! Ja, meine Damen und Herren, so viel aus Mainz. Also, und zum Schluss haben wir noch eine englische Rockgruppe. Eigentlich gebe ich meinen Bambi zurück. Ja, danke, Boris. Dann stellen wir es halt zu den anderen.
Das war's dann für heute. Aber wenn wir uns dann wiedersehen, dann feiern wir 40 Jahre Bundesrepublik. 40 Jahre Bundesrepublik wollen wir natürlich alle zusammen feiern, vor allen Dingen mit Ihnen. Wir brauchen also Ihre Hilfe. Unsere Frage an Sie, wer oder was, welches Ereignis, welche Persönlichkeit in den 40 Jahren Bundesrepublik hat Sie am meisten unterhalten oder am meisten zum Lachen gebracht oder auch am meisten geärgert? Erinnern Sie sich, schreiben Sie an uns. Wir können das gut gebrauchen und wir werden uns dann von Ihnen überraschen lassen. Da ist die Adresse nochmal. Für alle, ne? Radio Bremen und so weiter. Können Sie ja sehen. Ja, und wenn Sie dann trotz unserer Hilfe heute immer noch das Gefühl haben, dass Sie nicht voll im Trend liegen könnten, machen Sie sich nichts draus. Der Kommentar. Tschüss.